Guten Morgen. So. Frühstückstisch. Mhm. Kaffee. Mhm. Yay, Schaltkettchen sind da. Wow, endlich. Schaltkettchen, ganz wichtig. Fürs Tommy Archer, die sind nämlich nicht so häufig. Beziehungsweise ich komme da kaum ran an die Dinger. Ich habe ja ein Rad, was repariert werden muss. Und naja, dann habe ich noch eins geholt, falls man noch eins braucht. Okay. Raus. Ich improvisiere gerade. Und zwar eine Stormy Archer. Da habe ich eben nur das Schaltkettchen mit einer dünnen Gewinde bekommen. Und ich brauche aber was in diesen Sachs Fixierhülse passt. Und das passt ja nicht, weil das rutscht ja immer wieder raus. Und jetzt baue ich mir hier, habe ich hier so ein, wie heißt denn das hier überhaupt? Noch so ein Schraubstück von einer Sachs Schaltung genommen, was man auf dieses dünne Kettchen raufschrauben kann. Und habe hier Kerben rein gefeilt und hoffe, dass das so, das da reinpasst und dann fixiert. Und schauen wir mal. Da schon sehen hier schlicht beschreiben. Na, also klar, das kommt da raufgeschraubt hier. So. Na, perfekt. Dann kommt das hier reingesteckt. Okay. Hat noch nicht geklickt. Na komm schon. Jetzt hat er geklickt, ne? Müsste klappen. Testfahrt. Hat nicht geklappt. Nervig. Ab nach hinten. Ja, Mann, ja, ach, wo stelle ich euch denn hin? Also, wie gesagt, hat nicht funktioniert, ist wieder rausgerupft. Entweder hat es doch noch nicht geklappt gehabt oder. Ärgerlich. Mann, es ist ein Ärgernis. Da war der Klick. Da, den habt ihr jetzt ja wohl alle gehört, ne? Und sollte dann nicht funktionieren, wenn ich mir das ausdenke, hat das zu funktionieren, ist ja wohl klar. Na, geht nicht. Guck
Guck, rutscht raus, der Möbel. Da kriegst du Pickel, wa? Das ist wirklich unglaublich. Leider durch hier. Naja, der ist schon durch. Schaltzug ist schon hin. Wieder neu machen. Warum stimmen denn die Gewinde nicht? Hey, was ist denn los? Das passt nicht an. Lass mir was anderes einfallen. Zieh das direkt hier. Genau. Komm, ich mach ganz grob russisches System. Hier ist mich. Na, mit dem Zug geht das nun nicht mehr. Das ist nämlich schade. Der Zug ist abgefahren, sozusagen. Dieses ganze Systemquatsch, der ist so müllig, das nervt mich so etwas ab. Direkt von der Firma, direkt von der Firma. Muss alles von der und der Firma sein. Ah, Systemkompatibilität. Das ist die wahre Globalisierung, aber nee. Vor allem sorgt das dafür, dass man Ressourcen schont. Aber nein, ihr müsst ja jeder euer eigenes Süppchen kochen. Das ist wirklich was echt nervig. So, erstmal aber, wo seid ihr denn? Erstmal habe ich den Zug jetzt wieder drin. Gucken wir mal, was haben wir denn so für Quetschmöglichkeiten hier? Oder wunderbare Einhängmöglichkeiten hier. Ist hier schon mal gut, bloß dass das hier geschlossen sein müsste. Dann müsste hier zu sein, ne? Kriegen wir halt hin. Und guck mal, ob ich das hinkriege. Mal schauen. Die Frage ist ja gar nicht, ob ich das hinkriege, sondern wie schnell.
Bisschen lackiert. Ja, der Tommy. Tuningteile und so. Tuning Tommy. Ist ein Spezialteil. Gibt's nur einmal. Und das von mir. Prost. Das kostet, bringt keine Punkte. Haben wir eine Reparatur? Nee. Nur einen Kostenvoranschlag. Kostenvoranschlag für das Rad einmal komplett neu machen. Machen wir. Mach ich gerne so, ja. So, dann nehme ich mir meinen großen Zettel und schreibe mal alle drauf. Fangen wir mal an. Er möchte eine neue Schaltung, er möchte neue Laufräder. Laufrad vorne. Hinten 7-Gang möchte er gerne. Er braucht auf alle Fälle Griffe. Sattel. Alle Züge einmal komplett zerlegen und wieder zusammenbauen, jetzt die Arbeit. Bremsbeläge. Schutzbleche. So wie kann man sowas? Bremshebel. Die Dicke ist noch ganz gut. Die Dicke ist billig. Zwei Reifen. Einheitlich wenigstens. Sattel haben wir, Stützer. Ständer festmachen. Tretlager. Tretlager. Sind wir durch? Brauchen wir noch mehr? Kette braucht er dann, mit 7 Gramm Namensschaltung oder Kette. Kettenrandgarnitur können wir lassen, wenn er will. Würde ich natürlich auch neu machen, aber. Geil. Ja. Haben wir das. Bremszug, Schaltzug. Okay, fangen wir mal an. Mit dem, was wir wissen. So, weiter im Text.
Wo waren wir denn stehen geblieben? Reifen, nehmen wir mal einfache Reifen. Gehen wir von einem einfachen Sattel aus. Alle Züge, wie viel sind es denn dann? 1, 2, 3. Na, da fehlt jetzt nur noch die große Position. Laufrad vorne, Laufrad hinten. Dann nehmen wir schon mal besseres von den Felgen her. Auf alle Fälle. Ich schau mal nach. Ach so, Licht? Ha, Licht, andere Frage. Licht? Fragezeichen. Vorderrad ohne. Der hat 7 Gang. Leerlaufnarbe. Ohne Schalter. Ach, jetzt müssen wir hier noch nach den Schaltern gucken, oder? Also wirklich. Also Zubehör, Mann ey. Zub. Na, aber kostet mal schnell 15 Euro ohne. Ey, gut, ohne was? Das ist doch. Das kann nicht sein. Die Krise bei sowas. Schalthebel. €22. Nur rechts aber. Ich mache da einen Schlussstrich drunter und er kippt dann um. Aua. Ist doch wahr. Gut. Machen wir erstmal, dann müssen wir jetzt ein paar Aufträge machen. Na, hören wir mal. Das hat nämlich damit ja nichts zu tun. Dann kommt das hier drauf. Dann die Scheibe. Okay. Verständlich das System, ne? Jetzt noch festschrauben. Und das war's. Perfekt. Und es sieht noch nicht mal gefrickelt aus oder so. Es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ne? Also man kann es natürlich noch schöner machen, hier noch runder bauen und so. Und hier noch eine zweite Verschraubung drauf machen, draufsetzen. Würde ich empfehlen. Oder eben ihr markiert es mit Nagellack, dann kann die Uni runter. Das mache ich. Ich nehme meinen roten Stift hier, den roten Lack und setze einen roten Punkt drauf.
diesen guten Herkuleslack. So, wenn er trocken ist, kann er sich nicht mehr runterarbeiten und alles ist schick. Farblich seid ihr natürlich frei, könnt ihr gestalten wie ihr wollt, könnt ihr grün, bunt, orangen Wagenfarbe machen wie ihr wollt. Ich habe jetzt grün genommen, weil ich es da habe und weil die Farbe von dem Laden ist ja eigentlich, das ist ja alles bei Grand Point, alles in grün, Kawasaki grün. Finde ich halt cool. Gut, das war's. Das war ein kleines Video zum Thema Stomy Archer Schaltkettchen verbinden mit einem Zug, wenn man nicht den passenden Stomy Archer Zug hat, sozusagen, oder einfach einen einfachen Schaltzug hat zum Improvisieren. Wenn man gerade eine Star hat, die ganzen Kleinteile empfehlen, vielleicht hat man ja so einen Teil und dann feilt man sich dabei zurecht und das funktioniert ja auch. Also insofern schauen wir mal, wie lange das hält. Den Langzeittest machen wir jetzt. Fertig.
Hallo. Hallo. Ja, bitte. Sag mal, verkaufst du Fahrräder? Nee, Waschmaschinen. Super. Meins wurde geklaut und brauche ein neues. Das habe ich gedacht. Ich hatte vorher so ein Fixie-Bike. Jetzt willst du ein Fahrrad haben. Jetzt dachte ich, vielleicht versuch's mal mit dem Rennrad. Okay. Ich muss ja jetzt irgendwas Positives aus dieser Situation versuchen zu ziehen. Schau dich um. Ich habe ja keinen Plan, ich gucke einfach. Ich auch nicht, deswegen. Schau dir einfach um und wenn du was siehst, schreist du. Würdest du eher sagen, ja oder eher nee? Weil ich hatte jetzt meins im Innenhof stehen, angekettet an Anschluss. Da dachte ich so, selbst im Innenhof angeschlossen, also ich muss es ja jetzt hochtragen. Du meinst, Alu ist leichter? Dachte ich, hatte ich jetzt. Ist das so? Nee. Okay. Um die gleiche Steifigkeit zu erreichen bei Aluminium wie bei Stahl, brauchst du wesentlich mehr Material. Deswegen ist zwar, sollten die Rohre leicht dünn sein, Aluminium immer leichter. Dann haben wir bei Aluminium ja mehr Material braucht. Deswegen sind die Rohre dicker. Es ist am Ende das gleiche Gewicht. Das funktioniert halt nicht. Das ist ja schon mal ein guter Tipp. Okay, tschüssi. Ciao, ciao. Viel Erfolg. Ja, na, zeig mal deine neue Errungenschaft. Bis bald. Ja, bis dann. Achso. Hätte sein können, dass ihr jetzt hier euer 2-Wochen-Ding macht. Oder eine Woche oder ich weiß ja nicht. Hey, oh, Andi, Alter! Einen Monat verlängert, aber ich. Ja, ich wollte das machen. Ich bin dann frei, ja. Wie geht's dir? Geht so. Was macht Corona bei dir? Echt? Cool. Alles gut, ja? Ja. Stabil? Ja. Ja, ich war ja nicht ganz so stabil, mich hat's wieder mal gerissen mit Biotherapie. Ja, aber du bist. Ja. Aber du bist draußen. Ja, ja, ja. Scheiße, seid ihr. Hey, Mann, was ist los? Ach, halt, Kacke, mit dem geklauten Fahrrad. Ja, was machst du denn so? Ich meine, ja, aber ich wollte E-Bike fahren, hab mir ein billiges E-Bike gekauft, wollte mir dann nicht umrüsten, war dann zu faul zu. Naja, zu faul zum Fahrradfahren, E-Bike kaufen, zu faul zum Umrüsten. Ja, bist du doch. Kennst mich doch. Und wieder zu Besuch in der Anstalt. Ja, ja. Diesmal war ich, also definitiv nochmal Tegel, da, denn Katastrophe. Ist kein Spaß mehr da drin. Nee, das glaube ich. Auch das ganze Klima da drin ist so schlimm geworden, bist du die ganzen kaputten. Bekloppt oder was? Ja, na, wirklich auch gefährlich. Irgendwelche Russen, die haben noch nie Simulationen gesehen, haben irgendwo ihr Leben an der Steppe verbracht, rennen da alle mit einer angeschärften Klinge durch die Gegend und. Eieieiei. Die Beamten, denen schicken die Angst in die Augen geschrieben. Scheiße. Also, deswegen suchen die so verzweifelt. Ja, natürlich, verstehe ich, weil will ich die dann machen? Naja. Schlecht bezahlt und mit viel Angst behaftet. Ja, ich wollte dich nur so seelisch spontan vorbereiten, dass du vielleicht mich wieder als Praktikanten haben würdest. Okay. Ja. Ich meide auch alle Leitern. Du meidest alle Leitern und. Ja. Und Stoffe ja auch. Wa? Ja, bist du, da bin ich stabil. Ja, nee, das ist ganz wichtig. Wenn ich, na gut, war ich hier auch ganz hell. Ja, brauchst du dir keine Sorgen zu machen in der Hinsicht. Ist, was mit Dennis? Hast du mit dem mal? Ja, ja, klar, der hat mich abgeholt. Wie gebracht, soweit. Der ist halt viel beschäftigt. Ja, und noch ein Problem habe ich. Was denn? Wenig Geld und Fahrradnot. Tja. Ich weiß, bist nicht der richtige Ansprecher für wenig Geld mit Fahrrädern. Aha. Aber vielleicht würdest du dich darauf einlassen, wenn man so ein Abzahlungsrad hat und irgendwie machen oder so. Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Das ist jetzt noch nicht so. Ich weiß, ich komme da hin. Du lässt es dir wieder klauen, dann ist es wieder weg. Nee, man geht ja nicht klauen, weil da ist ja Innenhof, da ist. Ja. Da ist jetzt Hälfte. Ja, du weißt ja. Meine, dann brauchst du wieder ein Rad und. Nee, aber gut, aber das ist ja mein Risiko. Das Risiko trägst du ja in dem Fall nicht, weißt du? Ja, ja. Aber ärgerlich ist es dennoch, oder? Ja, natürlich. Ja, da haben 5 Minuten Laden drin, da kommen raus. Aber die haben ja nicht nur eins. Du musst ja richtig, du musst Profis gewesen sein. Aber Dennis eins, ne? Auch weg?
Da bist du doch. Ach ja, ja, blaue, ja. Weißt du, wie stinkig der ist? Immer noch blaue. Also, das ist ja immer noch im Hinterkopf. Das war ja selber schuld, als Berlin, weißt du? Naja. Oder Tüte von ihm jetzt. Der andere, der blaue. Der blaue, ja. Dann hat er ja Berlin gehabt und dann gab es nicht wieder. Ja. Leider den falschen Berlin, ja. Ja, genau. Könnt ihr sein Fahrrad aufpumpen? Ihr könnt sein Fahrrad aufpumpen, ja. Na denn, wenn ihr könnt. Ja. Das schafft ihr schon. Tommy, schön dich zu sehen. Die nächste Generation ist für dich. Du änderst wieder. Du bist wieder so aus wie. Immer stabil, ja. Ja, stabil, voll gut. Da muss das sein. Und studierst du Mexiko? Ja, sonst müssen wir helfen, weil ich weiß nicht. Ach komm, oh, das schaffst du. Genau. Guck mal, bist der große Bruder. Ja, ja, ja. Sag mal, der große Bruder. Welche Reifen hier? Kannst du mal bitte helfen? Das ist ja gut, der Andi ist wieder da. Andi ist raus aus dem Knast. Der Andi. Seitdem. Ich habe gerade ein Kryptonite-Schloss gekauft. Altes mit nur noch einem Schlüssel. Zwei Kabelbinder brauche ich. Zange. Schlüssel muss ich mir gleich nachmachen lassen. Da sieht doch der eine, der noch da ist, sieht nicht mehr so frisch aus. Hier ist schon arg abgenutzt. Die Stoffummantelung ist schon abgefallen. Nehme ich einen Mountainbike-Schlauch, einen alten. Natürlich einen alten, ne? Alle Kinder gleich. Guck dir das an hier, ja, haut so ab, ey. Voll der Ausbrecher. Geh hin, nicht, dass sie rückwärts. Du solltest dich im Laden umgucken. Laden ist völlig uninteressant, das will ich nicht. Nee. Müssen wir wieder die Barriere hier anbauen hier. Immer das Gleiche. Wir haben ja letztes Mal, ne? Andi kommt ja wieder, dann machen wir wieder so Ausbruchs. Teile. Moin. Moin. Guck da. Pump! Was ist denn bitte? Richtig pumpen! Pump! Pump? Ja, sagst du so Pump? Das geht ja gar nicht hier. Ja, hast du Ventil auf gemacht? Was ist denn das? Ist das französische Ventil oder was? Oh nee, was ist denn bitte? Da bist du Oberliner, was?
Hallo. Hi. Super. Na bitte. Und schon nochmal schön ins Schloss. Schon ist es gut. Jetzt hat das ganze anderthalb Stunden gedauert. Mit Pause. Ich habe gerade einen Rahmen geschenkt bekommen, wenn ich das Tretlager ausbaue. Der Rahmen ist defekt. Der ist gebrochen. Zweimal, leider. Hier oben und der gleiche auf der anderen Seite. Da. Keine Ahnung, ob ich ihn gebrauchen kann. Als Deko allemal. Gabel ist okay, Steuersatz. Ich meine nur gegen Tretlager ausbauen, das ist ja nun völlig in Ordnung. Aufgabe gelöst. Ja, zeig einen Rahmen. Toll. Weghängen. Noch ein Rahmen. Tommy, was willst du denn mit den ganzen Rahmen? Was ist denn los? Feierabend. Was ist los? Okay, Feierabend. Feierabend. Also sagen wir jetzt schon schön Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Daumen hoch. Abonnieren. Weitersagen. Wem es gefällt. Seid einfach Teil. Seid mit dabei. Wenn es heißt zum nächsten Mal. Willkommen im Fahrradladen.